صحيحا ببساطة. Ali scheint nun doch den Palast anzugreifen. Seine Aufständischen könnten die Wachen ablenken. Hey, wo ist meine? Du, Verborgener, kannst du uns durch diese Tore helfen? Sie sind von innen verriegelt. Ihr scheint mir kampfeslustig, Brüder. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich muss schnell und leise sein. Kabiha wird aufpassen. Verbündeter, maskiere meine Schritte. Für Gerechtigkeit! Danke, Schakal! Lass dich zerräumen! Erbärmlich! Den Tod naht! Unsere Feinden! Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Verdammt. Aber du kommst zurück. Und dann warte ich. Etwas Musik würde den Tag verschönern und die Wachen anlocken.
Wundervolles Spiel. Willkommen, Saidi. Ich fürchte, du bist zu früh. Ich wärme mich noch auf. Ich glaube, du bist aufgewärmt genug, um für diese Wachen zu spielen. Möglich. Aber nicht ohne Lohn. Bitte sehr. Danke, dass du die Kunst unterstützt. Hoffentlich macht das den Weg frei. Bedienstete kommen überall hin. Dieser Mann könnte mir einige Türen öffnen. Wie drückend sich die Luft heute anfühlt. Dies sind verräterische Zeiten. Und höchst ungastlich. Sollten wir nicht den Gast ehren, wie es ihm zusteht? So ist es. Aber El-Mutawakkil wurde in seinem Winterpalast ermordet. Seitdem wurde der Wachschutz erhöht. Das sehe ich. Überall treffe ich hier auf düstere Blicke und verschlossene Türen. Wäre dies nur genug, sie zu öffnen? Fürwahr? Eine offene Tür ist eine kostbare Sache. Ich bin gleich weg. Hiermit öffnen sich dir alle Türen. Das verschönert dir hoffentlich deinen Aufenthalt. Es fühlt sich schon alles ganz anders an. Nun komme ich leichter voran. Endlich. Jetzt finde ich Kabiha und rette Alamut. Sie brechen durch! Alis Leute sind am Tor. Versteckt bleiben. Das war notwendig.
Du da, hä? Wer? Hey, du bist tot! Bleib bei der Sache! Da! Hack dich in Stöcke! Scheiße, die Hose, was? Ich bin schneller! Bist du ja. Ruhe nun in Frieden. Da bist du ja. Gefunden.
Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Viele Bände von Arib. Kabiha ist eine Bewunderin. Blaue, schwarze, weiße und gelbe Bücher. In welchem Buch würde Kabiha ihren Weg markieren? Sie hatte Aribs Buch in ihrem Gemach. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte. Symmetrie der See oder Meer, Wüste, Kobra, Taube. Mir muss etwas entgangen sein. Thank you.
Verborgener. So viele Jahre der Suche. Uralte Schriften und Gräber durchkämmt. Vergessenen Geschichten nachgespürt. An Gerüchte und Mythen geklammert. Dabei hätte ich nur warten müssen. Darauf, dass du zu mir kommst. Der verlorene Sohn ist gekommen. Doch er weiß nicht, was er ist. Hast du dich nie über dein Wesen gewundert? Du, der du mehr siehst, mehr weißt. Selbst mein Sohn fragte, was du bist. Als er sah, wie deine Berührung das Geschenk der Ältesten erweckte. Was bin ich? Du bist mehr als ein Mensch. Genug der Rätsel. Sag es klar. Warum aussprechen, was man zeigen kann? Komm mit nach Alamut. Unter den Tempelmauern liegt alles Wissen, dessen Erbe du bist. Deine sogenannten Brüder würden eher sterben, als es dir zu überlassen. Aber hab Mut, Basim. Wir werden den Weg bereiten. Und dich befreien. Nein! Welches Gift hast du von ihren Lippen geleckt? Sie sagte, ich wäre mehr als ein Mensch. Was hat sie gemeint, Roshan? Was liegt unter dem Tempel? Das ist verbotenes Gebiet. Dort gibt es nichts für dich. Ich erzählte dir von den Albträumen. Dem Djinn. Du nanntest es eine Schwäche, die ich richten müsse. Ich versuchte es, aber du hast mir den Weg verschleiert. Du ließt mich damit allein. Nicht allein. Du bist nicht der Erste, der gequält im Dunkel wandelt, Basim. Flicke deine Scherben zu einem Ganzen zusammen. Gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft. Befreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause. Nicht mehr als ein Mensch, aber nicht weniger als unser Bruder. Oder würde dir das nicht reichen? Und wenn es so wäre? Folge dem Pfad, den sie dir bereitet hat. Und ich töte dich eigenhändig. Ich muss hier raus und Nihal erzählen, was ich erfahren habe. Bitte, 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 b
Erspar mir das Geplapper. Sich unter meinen Füßen bewegt. Ich muss auf festeren Grund. Ich brauche mein Zuhause. Ich brauche Nihal. Er hat ein schönes Stück Land an der Straße. Hat mir schon viel zu oft den Hintern gerettet. Basim, geht es dir gut? Basim! Ich weiß es nicht. Du hattest recht, Nihal. Meine Feindin, Kabiha, sie hatte die Antworten. Was hast du erfahren? Dass es mehr darüber zu lernen gibt, wer ich bin. Eine Wahrheit, die Kabiha mir zu sagen versuchte und meine Meisterin verstummen ließ. Diese Wahrheit liegt in aller Mut. Also reiten wir nach Alamut. Ich werde gehen, Nihal. Nur ich. Du brauchst mich. Du musst sicher sein. Ich bin bei dir sicher und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du ruhst, ruhe auch ich. Ich begleite dich, jeden Schritt des Weges. Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Ja! Lauf zu! Hör! 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 Schneller!
Nihal! Roshan? Das Willkommen, das du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, aller Mut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich fürchte, ich kann nicht. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst.